Ja, herzlich willkommen zu Obscure. Ja, ich habe mir überlegt, ich gehe nach Hause. Ich lasse es zu, wir klettern den Schacht hoch und alles ist gut. Hier ist noch was, ich weiß das. Naja, ich weiß auch, was mich erwartet. Speichert haben wir ja jetzt. Und ich hoffe, mit zwei Shotguns klappt es besser. Wenn man mal auf das Vieh schießen, würde ich sagen. Da ist noch etwas, was wir mitnehmen müssen. Die Tür ist abgeschlossen. Sofern wir das aufheben, werden wir Riesenprobleme kriegen. Na gut. Mehr als zehnmal anfangen kann man ja nicht. Schrei mich nicht an. Okay. Was auch immer gerade passiert, oder? Oh mein Gott! Warum schießt er nicht? Warte, ich muss nachladen. Das tut weh. Nein. Nein. Ich wusste es. Aber wir haben ja jetzt davor gespeichert. Es lief ja irgendwie nicht so gut. Zumal gerade irgendwie ein Fehler war. Scheiße, Mann. Ich will das nicht. Okay, das kennen wir ja nun schon. In- und auswendig. Oh mein Gott! Nimm das! Das lief jetzt sehr gut. Was haben wir da? Eine Leuchtgranate. Wo hat er die hingepackt? Da kommen jetzt noch zwei Viecher, ne? Na gut. Wie kann ich die jetzt einsetzen? Okay, weiß ich nicht. Ja, ich bin gleich da. Ja, okay, das lief sehr gut. Das lief sehr, sehr gut. Wie kann man die dann einsetzen? Ach Scheiße. Gut. Versuchen wir ihn mal nochmal so wegzubekommen wie eben. Hab auch gar nicht geguckt, ob wir beide noch gesund waren gerade. Ist vielleicht auch nicht richtig gewesen. So, dann machen wir das nochmal. Brechen das Video nochmal ab hier. Oh mein Gott! Nimm das! Trifft er sie? Na, scheiße. Wieso lief denn das ebenso gut? Ah, das tut weh. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, das halt schaffe ich doch nie, alleine die beiden Monster da wegzukriegen. Oh
Ah, das schaffe ich noch nie. Kann ich ja jetzt schon laden. Wie soll denn das gehen? Ah. Wird wohl eine Folge voller Fails. Huch. Ja, schieb. Und schieb. Wie so ging das eine Mal so super. Oh mein Gott! Probier das mal! Okay. Oh. Ist mir egal. Speicher nochmal. Alles aufgenommen. Oh. Okay. Wie geht's Ashley? Ja, komm, mit dem Arzt kommen wir. Jetzt kann's rund gehen. Rund gehen. Die ganze Zeit hier rund. Ach Mann. Na, haben wir es wenigstens geschafft. Jau! Ah, nicht nachgeladen. Ashley schießt mit, verdammt. Cool. Kam er denn jetzt her? Das wird gut. So. Ich würde sagen, dass man die Tür nicht von Hand öffnen kann. Und wir haben hier einen Hebel gefunden. Das ist sinnlos. Da. Da, 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 da. Oh, jetzt ist aber gut mit Monstern. Ernsthaft. Auch nicht noch weiter runter. Bräuchte man jetzt eine andere Waffe? Ich glaube, sie auch. Okay. Hier gibt's ja nichts mehr für uns. Gut, hier ist nichts mehr. Oh Mann, ey. Kann doch nicht immer tiefer runtergehen. Haben wir da gefunden? Ein Schlüssel. Ne, Munition. Munition haben wir gefunden. Gut. Kommen wir hier rein? Ah! Da haben wir jemanden gefunden. Kenny! Hol mich hier raus! Friedman ist auf dem Weg hierher. Ist okay, du siehst schlimm aus. Mir geht's besser, wenn ich hier raus bin. Los, beeil dich! Okay. Hm. Friedman! Oh nein! Steh auf!
ist los? Du wurdest also auch gefangen. Ich wurde auch gefangen? Ach, jetzt habe ich ihn bei, ja? Wo ist denn jetzt Ashley? Was ist das? Eine Stange mit einem Haken. Klo gehen können wir nicht, schlafen gehen können wir auch nicht. Das ist zwecklos. Das ist zwecklos. Hm. Hast du was Schönes hier in deiner... Er ist angeschlagen. Hm. Da ist ein Bolzenschneider, den können wir gut brauchen, wenn wir endlich hier rausfinden. Aha. Okay. Das ist zwecklos. Hm, was mache ich denn jetzt mit den Haken und... Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ach nee. Kann ich Ihnen das geben? Kann ich ihn nicht geben. Oder ist er zu weit weg? Ach, er hat den Haken auch. Oh, der Haken ist ganz schön lang geworden. Was hat er jetzt? Benny, was ist los? Schnell, steh auf, wir müssen hier weg. Friedman hat uns dieses Zeug gespritzt. Wenn wir Licht abbekommen, verwandeln wir uns. Keine Angst, wir finden eine Lösung. Wir haben einen Bolzenschneider. Jetzt können wir Friedmans Versteck gründlich durchsuchen. Die Krankenstation. Wir müssen zu Wilson. Sie gehört zu Friedman. Die hilft uns nie im Leben. Wir haben keine Wahl. Wir haben nur noch bis zum Sonnenaufgang. Dann sind wir erledigt. Zur Krankenschwester geht's jetzt. Aha. Jetzt müssen wir erstmal einen Ausgang finden, ne? Okay. So, da hinten hat mal was geleuchtet. Der Bolzenschneider. Mit diesem Bolzenschneider kriegen wir die großen Vorhängeschlösser auf. Okay. Dann benutzen wir doch gleich erstmal. Gut, dann haben wir ja schon mal alles wieder, ne? Na, Quatsch. Hm. Geben. Dann braucht er wohl noch einen Arztkoffer jetzt hier. So wie er da rumhumpelt, aber... Oh, wir haben keinen Arztkoffer. Hm. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Speicher-CD hat er uns gelassen. Hat er uns gelassen. Ich würde sagen, ich speichere hier dann mal ab. Alles aufgenommen. Wo kommen wir denn hier durch? Da würden wir durchkommen. Und hier gehen wir wieder rein. Da knurrt irgendwas. Oh, dann wechseln wir mal. Und dann geben wir ihnen auch eine Waffe in die Hand. Kommen wir hier durch? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, das wollte ich nur noch mal ausprobieren. Jetzt hat er die in der Hand. Na gut. Dann scheint es wohl nur da rauszugehen.
Ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Hat euch gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Das heißt, hier weiter durch die Katakomben zur Krankenschwester. Na gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und auch einen Daumen nach oben. Und gerne könnt ihr auch das mal kommentieren. Ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss!